Hallo zusammen. Vor 2 Tagen hatte ich mit dem neuen Spitzenmodell von Yamaha, dem Genos 2, einen 6/8 Theatermarsch eingespielt und der hat offensichtlich ganz gut gefallen. Frage: Gibt's das auch etwas preiswerter bei dem PA 700 von Korg? Schauen wir einmal nach und hier finden wir tatsächlich in der Gruppe Movie and Show den Theatermarsch. Allerdings hat dieser Style einen Haken. Der ist also sehr gerade im Viervierteltakt und wir brauchen den als 6/8 als geschaffelten Style. Ihr wisst, ich habe ja gerne die schnelle Lösung, die Discounter-Lösung. Ich brauche auch nur eine Variation. Ich nehme da die Variation 3 und die spiele ich halt einfach gerade neu ein. Wir gehen mit der Taste Record in die Editierung des Styles. Hier wähle ich die Variation 3. Die möchte ich gerne neu einspielen. Und hier gilt es jetzt aufzupassen, welche Akkordvariationen sind einprogrammiert und auf welche Akkordvariationen greift das Keyboard zurück? Damit ist hier CV1 gemeint und ich sehe, CV2 ist auch bespielt. Ich gehe mit der Menütaste einfach mal in die Chordtabelle und dann stelle ich doch tatsächlich fest, dass die Variation 3 des Öfteren auf CV2 zugreift. Ich möchte aber nur CV1 nutzen, also die Akkordvariation 1 und nur darauf soll das Keyboard auch zugreifen, wenn der Keyboarder spielt. So, ich habe jetzt überall die Akkordvariation 1 eingestellt. Ich gehe zurück in die Bearbeitungsseite und lösche jetzt zunächst einmal die bestehenden Spuren. Okay, die Variation ist leer. Eingestellt ist eine Rekordlänge, eine Aufnahmelänge von 2. Das genügt mir. Ganz wichtig, um das triolische Muster zu bekommen, stelle ich den Quantisierungsfaktor auf eine Achtelnote, und zwar eine Triole, Achteltriole ein. Und jetzt kann es gleich ans Einspielen gehen. Ich beginne mit dem Bass Metronom. Theaterorgel. Einfach nur den Grundakkord nehmen. Hier nehme ich auch Töne aus dem Akkord. Glockenspiel, auch hier Töne aus dem C-Dur-Akkord. Stört euch nicht daran, dass ihr hier einen etwas eigenartigen Akkord hört, weil es war die Aufnahmefunktion auf Major 7 eingestellt. Das können wir aber im Moment jedenfalls vernachlässigen. Beim Einspielen der Drumspur muss ich zwischendurch einmal die Upper Octave-Taste nutzen. Das ist die Normaleinstellung für die Bass. Für die Snare greife ich nun auf die Octave-Taste zu, drücke einmal Minus und habe jetzt hier einen sehr schönen Trommelwirbel. Aufnahme.
Das war es eigentlich schon. Ich will aber noch einen Break haben, ein Fill-in 3 und ein Ending. Das müssen wir nach dem gleichen Schema einspielen. Ihr nehmt einfach die Töne aus dem Grundakkord. Abspeichern nicht vergessen. Ich habe das bereits vorbereitet und das fertige Ergebnis klingt dann folgendermaßen. Fill-in. Break. Ending. Und nun eine kleine Hörprobe, auch ein 6/8-Marsch von Sousa, Washington Post. Versucht es gerne selbst einmal.